was Technik, Medizin und Technik. Und ich dachte kurz, wenn du glaubst, der Klaus, der geht mal ganz nach links gehen. Wenn ich eigentlich habe den Lebenslauf, den kann ich vorher nicht so bekommen, aber jetzt habe ich drauf zurück. Irgendwie lernt man schaffen, das ist schwierig. Sie haben heute teilgenommen an einer Podiumsdiskussion auf der OT World zum Thema Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit. Was können wir tun, um diese Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit zu garantieren angesichts des demografischen Wandels? Auf der einen Seite haben wir ein hochmodernes, innovatives Versorgungssystem mit sehr kompetenten Handwerksmeistern, mit qualifizierten Kräften, die die Versorgung am Patienten und zwar individuell und nach Möglichkeit auch wohnortnah ausführen. Und das Tag für Tag, das ist ein hohes Gut, das ist uns auch viel wert. Und um das zu erhalten, müssen wir natürlich Versorgungsformen finden, die auf die demografische Entwicklung antworten. Geben. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Politik die Rahmenbedingungen stellt und steckt, immer wieder auch korrigiert, aber in der täglichen Ausführung ist sehr stark die Selbstverwaltung gefordert und hier haben wir Reibungspunkte heute auch festgestellt, auf der anderen Seite aber den gemeinsamen Willen aller, zum Wohle der Versicherten die Leistung so zu erbringen. Und ich glaube, stärker noch als in der Vergangenheit müssen wir abfragen, wie zufrieden sind die Patienten, die Versorgten, weil es ja ein Stück weit an ihrer Lebensqualität gemessen wird, was gemacht wird. Manchmal wird zu viel gemacht und manchmal zu wenig.